Hallo und willkommen bei der zweiten Folge von Inferno Legend. Ich muss zum Amazon Canyon und Hippolytas Underlings Untertanen besiegen. Kommt mir irgendwie bekannt vor, musste ich glaube ich schon mal machen, ne? Gut, dann gehe ich da jetzt einfach mal hin. Und gehe hier in den trockenen Fluss. Okay. Dann geht das Ganze doch jetzt mal los. Hier mit meiner Lillian. Oh, da ist eine... Was ist das? Eine Krabbe. Ich mache hier auf Attack. So. Huch. Huch. Was war das? Ich habe gar nichts gemacht. Was war das? Ich bin vollkommen verwirrt. Oh, Trinity. Die sieht nicht so aus, als würde sie mich mögen. Okay. Ah, die hat auch noch ein paar mehr Leute dabei. Cool. Yeah. Das war recht einfach. Oh mein Gott, das war ganz schön blutig vor allem, sehe ich gerade. Oh, jetzt habe ich aus Versehen was weggeklickt. Na, wird nicht so wichtig gewesen sein. Da steht ein hübsches Zelt. Okay. Huch. Oi. Was ist das denn für ein Viech? You've ruined the tranquility of my valley, unforgivable. Was habe ich denn gemacht mit seinem Valley? Okay. Dann muss ich jetzt wohl gegen eine riesengroße Krabbe kämpfen. Oh, und dieses... Was ist denn das eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat es einen Namen? Auf jeden Fall ist es gerade bös erwischt worden. Und nochmal. Oh, das sieht gar nicht so gut aus. Aber die Krabbe ist auch schon erledigt. Und jetzt habe ich eine wunderschöne, was auch immer das hier sein soll. Oh, so eine wunderschöne Höhle und ich habe sie kaputt gemacht. Schlecht. Wirklich schlecht. Ich sollte nicht mal sofort klicken. Ich klicke da die ganze Zeit irgendwelche Sachen weg. Jo. Okay. Cool. Okay. Ja, gut. Das habe ich Gold bekommen. Nochmal. Yeah, und eine Rüstung. Oh, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Na gut. So. Oh nein, nein. Das wollte ich nicht machen. Okay. Ja gut, dann. Zurück. Wer ist jetzt eigentlich nochmal Hippolyta? Oh, jetzt kann ich endlich Skills kriegen. Cool. Dann muss ich nicht immer nur so ganz normal... Was ist das? Kiss of Dracula. Okay, upgraden. Woohoo. Ja, gut, das Altbekannte. Jetzt geht es weiter hier in den... Ne, ist immer noch... The Dry River. Okay, kriege ich hier ein bisschen Belohnung. Ah, ich kriege insgesamt 3 Belohnungen. Cool. Sehr schön. Okay, und jetzt kann ich in das nächste gehen, hier in den Glimmer Forest. Mal schauen, was mich da so erwartet. Eine riesige Spinne hatte ich jetzt schon, ne? Oh, eine fleischfressende Pflanze. Öfter mal was Neues. Jetzt kann ich gleich mal hier meine Skills probieren, oder? Nee, kann ich nicht. Na gut. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt welche. Pure Verwirrung. Ach, das war nur so ein Level-Up-Ding. Ja gut. Was ich vorhin die ganze Zeit weggeklickt habe, meine ich damit. Aber da steht wieder so eine Lady. Vielleicht kann ich bei der meine Skills einsetzen.
Nein, ich habe keine. Okay, vergessen wir das einfach. Ich habe keine Skills. Es ist traurig. Dafür haben die echt fesche Bärenschuhe. Oh Gott. Oh, das ist ja nur noch so ein matschiger Haufen Blut. Cool. Ja, okay. Also, ich möchte jetzt aber wirklich meine Skills benutzen. Das finde ich ein bisschen fies. Oh, eine riesige fleischfressende Pflanze. King Man-Eater. Schön. Oh, und er will mich an seine Kinder verfüttern. Das ist aber lieb. Schön. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Hier. Mit meinen lustigen Attacken. Der ist eigentlich auch schon wieder echt schnell besiegt, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie so zum Locken ist, ganz am Anfang, dass die einfach so die ersten 20 Level super einfach sind. Oh mein Gott, habe ich gerade ein Kind getötet? Schon, oder? Und danach wird es dann halt wahrscheinlich voll schwer. Oh, der kann Leben aussaugen. Cool. Will ich auch können. Vielleicht lerne ich das ja noch irgendwann, wenn ich lerne, meine Skills zu benutzen. Okay. Cool. So, dann kann ich jetzt hier wieder... Okay, Gold. Was noch? Ein Helm. Sehr cool. Naja, okay, mehr darf ich nicht. Kann ich die Sachen dann noch irgendwie anlegen? Ja, da wahrscheinlich, ne? Tome of Sin. Was ist das? Okay, wenn meine Bösartigkeit ein gewisses Level erreicht hat, dann kann ich damit irgendeine Power hervorrufen. Okay. Was ist ein Tome? Ich kenne das Wort gar nicht. Ist das ein Totem oder so? Schon, oder? Achso, ich muss da draufklicken. Okay. Ah, okay. Upgrade. Oh, das sieht netter aus. Ja, darf ich in dem Spiel eigentlich auch irgendwas anderes noch machen? Ich will da nicht draufklicken. Ich möchte das nicht. Ich muss aber. Ich darf nur da draufklicken, was es mir sagt, irgendwie. Das finde ich ein bisschen langweilig. Oder ist das quasi noch das Tutorial? Das wäre dann aber schon ziemlich lang. Oh. Na gut. Dann schlage ich mich mal weiter hier durch den Wald und... Naja, nur ein Spinnchen. Spinnen hatten wir doch schon mal. Die Attacke halt gleich zu Anfang ist auch schon immer ein bisschen krass. Okay, jetzt... Oh, das war's sogar schon. Ja, fein. Ich verstehe noch nicht ganz den Sinn hinter diesem Weltenaufbau, warum da immer erst so eine Platte kommt, wenn du auf der direkt davor stehst. Also, das hat eigentlich gar keinen Sinn, ne? Aber gut. Irgendwie funktioniert's ja. Für das Spiel meine ich jetzt. Also die Leute spielen es ja. Oh, oh, was ist das? Ein riesiger Elefant. Ein Mammut, wollte ich sagen. Ein plüschiges, ein bisschen angefaultes, aber ein plüschiges Mammut. Wie niedlich. Ich glaube, das ist bis jetzt mein liebster Gegner hier. Schön. Fast ein bisschen schade, dass ich ihn töten muss. So, noch ein, zwei Schläge und dann haben wir das auch. Und dann werde ich nochmal versuchen, in meine Items zu kommen und die Sachen, die ich die ganze Zeit gewonnen habe, anzulegen. Oder vielleicht ein bisschen meine Skills aufzubessern oder sowas. Irgendwas auf jeden Fall wäre cool. Why dead again? Oh nein, schon wieder gestorben.
Wir waren dann noch nicht mal eine Minute lang drin, oder? Weil die gerade meint, sie möchte keine Minute mehr hier drin verbringen. Ja. Schön war es da jetzt nicht, aber... Ein Schwert, ein Schwert. Und... Ah, oh, nochmal ein Anzug. Gut. Ja, Diablo. Inform me before summoning me next time. Okay. The Royal Lineage. Okay, und was ist das? Ja, okay, also ich habe jetzt irgendeine Special Magic Power oder was, die mir vererbt wurde. Die kann ich jetzt aufleveln. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Nein, ich will nicht schon wieder dahin. Ich will hier erstmal meine Skills. Was gibt's doch nicht. Okay. Wahrscheinlich ist das hier einfach komplett wirklich das Tutorial. Einfach einmal hier diese Amazon Gulch durch. Und danach darf ich erst machen, was ich will. Und darf meine schönen neuen Klamotten anziehen und sowas. Ah, da ist schon gleich eine. Cool. Da-da. Take that. Oh, das war ja einfach. So. Noch ein bisschen weiter. Christopher. Christopher hat auch wieder einen Wolf oder einen Bären dabei. Die sind ein bisschen fies. So. Aber für mich natürlich keine Gegner. Okay, so, weiter geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier für ein Bossgegner sitzt am Ende. Ah, da kannst du ja erstmal noch sowas anderes. Diese komischen Typen mit, was ist das? Sind das so Elchhörner? Nee, ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall komisch aus. So. Wo bleibt der Bossgegner? Ah, ein Baum. Naja, eigentlich ist es eher so ein Pilzbaum. Ja, es wäre wirklich ein wunderbarer Sarg, dieser Baum. Okay. Alles lustig, der hat einen Bart. Schön. Also schön gemacht sind die Leutchens und die Charaktere und die Viecher da ja. Das ist eigentlich echt ganz nett. Ein Wirbelsturm. Das möchte ich auch können. Huch. Was war das denn jetzt? Meine Kraft ist erwacht. Aber warum? Ja, das wird sie mit Sicherheit. Die wird diesen komischen Pilzbaum auf jeden Fall rächen. So. Das war jetzt schon wieder die nächste Runde mit einem unfassbar starken Bossgegner, die mich das Fürchten lehren. Abyssal Trials, was ist das denn? Oh, okay. Aber danach darf ich dann bitte... Ja, genau, dann kommt nämlich der Mainplot, dann kommt die richtige Geschichte. Okay. Dann gehe ich da jetzt mal rein hier. Kämpfe ich gleich wieder gegen so eine große Krabbe, ne? Habe ich das richtig gesehen? Okay.
Ein Bär. Mehrere Bären. Wüff. Aber die können auch nicht sehr viel. Und mein Vampirblut ist jetzt auch schon erwacht. Vollkommen sinnloserweise, weil man den auch mit einem einfachen weiteren Schlag hätte besiegen können. Aber gut. So, was ist das? Ah, ein Kristall. Ja, cool. So, jetzt muss ich hier noch diese Pflanze. Schon wieder so eine fleischfressende Pflanze, ne? Piu, piu. Oh, was macht der denn für Süßes? Der bricht dem Viech hier die Knochen. Das ist ja mies. Dafür müssen sie sterben. Also richtig geschichtmäßig ist hier noch nicht so viel los, ne? Noch ein Kristall, noch einer. So, jetzt muss ich hier noch gegen diese Krabbe kämpfen und dann war es das auch mit dieser Challenge, oder nicht? Nee, das kann ja nicht sein, so eine Mini-Krabbe, die nicht mal mit mir spricht, bevor sie versucht, mich zu töten. Na, oh. Hey, die haben den eingefroren. Wie gemein. Was soll denn der Unsinn? Ah, es ist ja Gott sei Dank wieder frei. Mhm. Okay, noch einmal schlagen und dann ist die Krabbe auch über den Jordan. So. Ah, nicht ganz, schade. Aber das ist, also das ist jetzt wirklich sehr knapp. Meiner Meinung nach ist die Krabbe schon besiegt, aber gut. Ich will ja nicht meckern. Oh. Wie, ich habe den Crab Soldier freigeschaltet. Der ist jetzt mein Follower. Was mache ich jetzt damit? Okay. Jetzt muss ich den rekrutieren. Okay. Muss ich denn eigentlich immer noch weiter upgraden oder? Aber was sagt ihr die ganze Zeit, ich soll draufklicken? Das war auch irgendwie bescheuert. Hallo? Wie lange denn noch? Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Oh. Gut, dann rekrutiere ich jetzt mal diese lustige Krabbe. Okay. Mephisto. Okay. Ja, wie funktioniert das? Nein, ich will noch nicht schon wieder hin. Aber das ist jetzt das Letzte, was in diesem Amazon Canyon ist. Das heißt, das mache ich jetzt einfach noch und dann reicht es das aber auch. Dann gehe ich nie wieder in diesen blöden Amazon Canyon. Nie wieder. Es sei denn, die Geschichte verlangt es von mir. Dann schon. So, wann kommt denn mein Gegner? Ah, hier. Ah, jetzt habe ich hier zwei von den Biestern. Okay, das heißt, die Krabbe ist jetzt hier voll cool am Mitmischen. Cool. Gut, gut, gut. Es geht also ein bisschen vorwärts hier. Ich habe jetzt immerhin schon zwei lustige kleine Helferlein. Jetzt kann ich aber auch gleich mal schauen, was diese Krabbe mir bringt. Oh, nichts. Sie ist schon gleich gestorben? Nein, noch nicht? Okay. Sah gerade irgendwie so aus, weil sie so blutig weggesprungen ist. Awaken. Gut. Okay, damit ist Ei ja auch gefallen. Dann müsste jetzt auch gleich schon wieder der Bossgegner kommen. Noch nicht? Ist erstmal noch eine normale. Na gut.
So, los, Mr. Krabs. Oder auch nicht. Zu spät. Jetzt muss aber gleich der Bossgegner kommen. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Hippolyta, da ist sie ja. Aha, die ist eine Nachfahrin von Valkyria. Ja, das ist doch ein Kind, oder? Oh ne, die sieht nur so aus. Die, naja. Ja. Dann kämpfe ich jetzt eben auch mal gegen Hippolyta. Aber wenn ihre ganzen Boss-Untertanen irgendwie auch schon nicht so geil sind, ich weiß nicht. Ich erwarte jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr viel von der. Mal schauen, was da jetzt noch kommt. Ja. Ja, ich glaube, die kriege ich hin. Oh. Oh, die holt sich ja einfach Hilfe. Das ist ja fies. Sowas. Wenn ich die besiege, dann werden die hier wahrscheinlich auch noch hinten rumstehen, ne? Weil eigentlich muss ich ja nur so... Ja, okay. Nein, nein, ich bin dagegen, dass dein Pfeil mich trifft. Ich möchte jetzt hier irgendwas... Also, ich verstehe nicht, wieso ich keine Skills usen kann, benutzen kann. Ich habe doch vorhin welche gemacht, oder nicht? Wow! Was geht denn bei der? Kranker Shit. Die sind auch ganz schön fies da hinten. Aber die Krabbe ist erstaunlich stark. Hm. How about no? Was macht die? Ah, komm. Ich hab sie fast. Also eigentlich, ich finde, ich hab die schon besiegt. Ich finde es nicht okay. Vor allem, wenn die mich jetzt nochmal angreift, dann... Ist nicht so gut, ne? Ah, okay, okay. Das hat für mich noch gereicht. Yeah! Death to Hippolyta. Ach, Roland, der Paladin schon wieder. Das war der, der mich als Trophäe wollte, oder nicht? War das nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war der. Ich meine mich da an sowas zu erinnern, was nicht unbedingt spaßig war. So. Ich habe Hippolyta endlich besiegt, das heißt, ich muss nie wieder in diesen komischen Amazon Canyon. Oh, yeah. Cool. So, heißt es, ich darf jetzt machen, was ich möchte? Ah, der wird sicher angepisst sein, der Roland. Okay. Also ich muss 10 von solchen Megabossen besiegen. Okay, ich soll jetzt wieder los und Hippolytas Sachen klauen und darf wieder nichts Eigenes hier. Finde ich irgendwie doof. Aber gut, ich würde sagen, ich höre jetzt einfach mal hier auf. Ich habe den ersten großen Bossgegner besiegt und wir sehen uns. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.